Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Wir müssen erstmal gucken. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Okay, mir nicht. Aber vielleicht kann ich damit der Wünschelrute was machen. Nanu, ah. Was ist denn das? Alles ein klar. Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ja, sehr geil. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Jetzt die Frage, wo der Schlüssel reinpasst. Aber erstmal gucken wir weiter. Was haben wir hier noch? Nächster, bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Okay, wenn ich klingel, fährt das nur raus und rein. Gut, das bringt also nichts. Was mit dem Globus? Ach! Ah! Jawoll! Ach, da kann auch ein Schlüssel rein. Warte mal. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis. Sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Ja, und Schnaps ist doch klares, eine klare Flüssigkeit, nehme ich an, oder? Klares Wasser. Es existiert wirklich. Fehlt nur noch der energiereiche und der belebende Zusatzstoff. Ja, und das ist die Frage, müssen wir gucken, wo wir das Glas herbekommen. Fenster. Schreiber. M-A-C-H-T-S I-U-T I-H-R I I O Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Okay. Diese Technik ist voll für die Katz. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal klares Wasser. Ich will mal auf die Liste gucken. Klares Wasser. Haben wir doch. Ist doch hier. Glas mit klarem Wasser. Das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir nur weiter gucken. Ich sag's, Post. Okay, dann gehen wir mal in den Sitzungssaal. Ich kann nicht empfehlen, Sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Okay. Tasche. Können wir den beklauen? Das schreit doch geradezu nach einem raffinierten Manöver. Haben wir was zum Klauen? Handschweißgerät. Dann können wir den vielleicht anzünden. Oh, aber Rufus! Mein Fehler. Okay, warte mal, was geht noch hier? Mit Wenzel können wir reden. Mit Gizmo können wir sprechen. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Ich werde sie retten. Ah. Ich will einen Notfall melden. Vielleicht gehen wir irgendwie weg. Ich höre. Feuer. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen.
Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Diebstahl! Unmöglich! Das hätte meine Diebstahl... Sie haben eine eigene... Wie du nur allzu gut weißt, vereinig alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein. Menno. Kimsen, also irgendwie ein Notfall. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Irgendwie müssen wir einen Notfall inszenieren. Ich könnte dem Messer ein Stück von der Hose abschneiden. Mein Nein, Fehler. Kann ich nicht. Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in meine Sachen einmischt. Habe ich ihn überhaupt gewählt? Oder irgendjemand anderen? Oh Mann, Politik ist echt kompliziert. Das wäre wie Öl ins Feuer gießen. In langweilig. Das wäre wie in langweilig. Warte mal. Das wäre wie in langweilig. Ich hab, das wäre wie fuck, Öl in Mann, langweilig. Weg. So. Ich habe ja gerade aus Versehen auf den Bürgermeister gekriegt. Vielleicht auf die Tasche. Aber mein Fehler. Okay, mein Fehler. Nee, ist egal. Verdammt, was hat Wenzel Sieh zu tun? Wenzel ist auch da. Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder warum kriegst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Gol aufwacht, damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das 10-fache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Gol, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus. Du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an. Ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, der hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich. Ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her. Genauso wenig wie Goal. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe... werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Okay, erstmal müssen wir jetzt wieder raus. Vielleicht kriegen wir irgendwo anders was Besseres raus. Können wir noch einen Hebel ziehen? Ich habe lange genug. Jetzt heißt es. Okay. So, wir müssen gucken. Wir haben schon ein paar Sachen. Wir müssen irgendwas anzünden. Vielleicht kann ich alles in das Glas reinschütten. Dass ich das so irgendwie sammel oder so. Okay, nice. Haha! Top. Ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Ach nö. So, jetzt kann ich mal kurz auf den Plan gucken. Wachmacher Braun, dem Bürgermeister vorsprechen. Goal wecken. Oh, ist ja gewecken. Okay. Energiereich, klar, belebend. Wasser. Was haben wir denn jetzt? Energiereiches, klares Wasser. Das können wir denn auch bestimmt irgendwie abzapfen. Ich habe mal gehört, dass Stierblut den Geist belebt. Okay, ist die Frage, wie wir da rankommen. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Mann, nein, ich will nicht mit dem Rodeo machen. Irgendwie müssen wir den Stier abzapfen. Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Uns fehlt halt immer noch eine Zutat. Vielleicht... Und heute, liebe Kinder? Warte mal. So. Vielleicht das? Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Okay, nee. Verdammt. Wie kriege ich das aus dem Stier raus? Am besten machen wir erstmal irgendwo Feuer. Was hier mit Toni? Was Besonderes? Lautes Geschäft, ich wollte mich verabschieden. Coupons durchgemacht. Ich muss weg. Ich muss weg. Dann aber. Tschüss. Vielleicht können wir jetzt das Haus von Wenzel anzünden. Oder wir zünden das Haus von... warte mal.
Ich will mit Wenzels stinken. Okay, ist egal. Vielleicht können wir einfach Tonis Haus anzünden. Oder hier oben irgendwie was. Das sitzt auch so schon fest. Vielleicht, wie das wir... Hier in Tonis Haus, da brennt's ja schon, glaube ich. Außer wenn es wieder aus ist. Dass wir irgendwie hier was reinschmeißen. Der brennt doch schon. Er soll mehr brennen, ich will was explodieren lassen. Das muss nicht Ja, den Witz hatten wir schon. Kann ich das irgendwie kochen? Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es kennen. Ja, nee, Mann, was kann ich anzünden? Verdammt. Warte, ich gehe mal kurz zu... Gott vergessen. Lonzo. Zu Lonzo gehe ich kurz. Das kann ich ihm bestimmt schon mal geben. Dem Wasser fehlt nur noch etwas Belebendes. Okay, wir brauchen noch zwei Zutaten. Jetzt auch mit dem Rezept. Klares Wasser und belebende Flüssigkeit. Und besonderes Aufputschend. Verdammt, ich weiß nicht, was mit diesem Zeug hier ist. Könnte das eine der... Mist, es steht besorgt. Wir haben aber alles andere soweit. Dem Wasser fehlt... Wahrscheinlich. Lonzo versucht. Nee, hier kommt das Kaffee-Ding rein und da kommt dann die Flüssigkeit. Ah, Mann, wo kriege ich das her? Vielleicht hier oben? Wir haben jetzt noch ein paar neue Sachen. Vielleicht. Nee, der Schlüssel ist wieder weg. Warte mal. Das. Ah, Mann. Mit der Wünschelrute kann ich sonst nichts mehr anfangen, oder? Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Wo gibt's denn noch Wasser? Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Ja, aber aufschweißen könntest du es ja. Wenn ich das zu... Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Irgendwie brauchen wir bestimmt diesen Schlüssel. Kann ich hier irgendwas schweißen? Ich hoffe, er rutscht jetzt nicht wieder runter. Ja, okay, doch. Vielleicht kann ich den Stier ja auch aufschweißen. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Vorhang anzünden. Der Stier ist wütend. Zeit für ein... Mann, fuck. Ich stehe auf den Schlauch. Ich könnte noch mal Wasser laufen lassen. Das war's wohl mit der... Wenigstens geschah es... Okay, geht auch nicht mehr. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben... Vielleicht kann ich ja... Geh mal hier hin. Vielleicht kann ich da irgendwie was machen. Aber ich glaube, ich muss erst irgendwas anzünden. Nur was kann ich anzünden? Das ist die Frage. Vielleicht wenn es jetzt... Nee, das kann ich auch nicht anzünden. Irgendwas hat es bestimmt mit diesem Fenster auf sich. Da muss ich irgendwas reinwerfen bestimmt oder so. Vielleicht ein Dartpfeil. Können wir gleich mal gucken. Mach ich mal. Ich kann Toni doch nicht einfach mit Sachen bewerfen. Ohne Zielhilfe würde ich sie glatt verfehlen. Das würde sie nur noch wütender machen. Okay, schade. Aber vielleicht kann ich von innen nach draußen werfen. Hehe. Durch das Fenster könnte ich Leute treffen, ohne gesehen zu werden. Aber da draußen ist... Okay, ja, Mist. Toll, was für ein Bug. Das will ich hier, das jetzt mal drücken. Ich denke, da passiert wieder nichts. Das ist bestimmt ganz am Ende, wenn ich da irgendwie nur noch zu ihr gehen muss und sie dann da überleben muss. Das heißt, leben, ihr diesen Trank geben. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo. Ja, okay, das hatten wir schon. Ach, na toll. Aber kaum, ich probier's später. Mann, Tonis Bude, da gibt's auch nichts mehr. Wo kann ich hier was anzünden? Und wie kriege ich dieses Zeug aus dem Stier? Und was ist das? Was hat es damit auf sich? Das kann ich dem Stier auch nicht geben. Und was mit dem Papagei noch?
Anzünden kann ich den ja auch nicht. Vielleicht kann ich den Trichter in ihn reinstecken. Und dann diese Tabletten will geben. Will Polly einen... Nein, will er nicht, okay. Tabletten will er bestimmt auch nicht. Schade. Ja. Ein Wunder. Ah, Mann. Luftballons. Ich gucke jetzt nochmal jeden Raum durch. Hier ist Wenzels Haus. Was geht hier? Gar nichts. Ich kann nur runtergehen. Was geht hier? Auch nichts. Was ist hier? Hier gibt es kein Wunder. So, jetzt gehen wir nochmal. Erstmal wirklich jetzt alles abgehen. Beim Stier waren wir schon nochmal in Tonys Laden. Was ist hier alles? Da fehlt noch eine Zutat. Fehlt nur noch. Aber welche? Ich sagte. Ja, nimm die Füße. Da muss man schon klug. Und sieh her, meine Füße sind schon mal. Oh, nicht auf tief. Ja, das hatten wir auch schon alles. Mist. Vielleicht müssen wir den Papagei zu Toni bringen. Hier hing mal der Käfer, aber auch er ist doch egal. Also meine. Mann. Gehen wir nochmal zum Büro. Zum Bürgermeister. Poststelle ist ja geschlossen. Wie kriege ich die auf? Hier habe ich auch alles schon mitgenommen. Hm. Nur mal reinstecken, bringt aber glaube ich nichts. Nanu? Er ist weg? Naja, auch gut. Ah. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Nächster, bitte! Jetzt halt die Frage, was wir mit dem Erdmagnetfeld-Ding machen. Damit könnten wir auch zum Stier gehen. Warte mal. Zum Dorfkern. Vielleicht kann ich da mit dem Stier irgendwie was entlocken. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rot. Oder hier oben vielleicht. Irgendwie da ist doch auch nicht alles so ganz, wie es sein soll. Dass ich da irgendwas durcheinander bringe vielleicht. Nee, passiert auch nichts. Arztschrank. Ich muss irgendwie in diesen Schlüssel also, kommen. Das Erdmagnetfeld funktioniert hier einwandfrei. Kein Grund nachzujustieren. Mann, wie komme ich da an diesen Schrank dran? An diesen Schlüssel. Vielleicht kann ich den Schlüssel auch so. Ich spare mir meine Telekinese. Mist. Verdammt. Also, das na gut, egal, dann machen wir es mir hier in Cut, Freunde, und sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Deponia. Bis dann noch einen schönen Tag und haut rein. Tschüss. Vielleicht können wir den Baum anzünden. Niemals. Warte mal. Mein Inventar und Toni. Warte mal. Jetzt lass mich nur kurz testen. Ich kann doch nicht einfach den Level. Wo soll ich sonst. Okay, scheißegal. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Let's Play Deponia. Bis dann noch einen schönen Tag und haut rein. Ciao.